Die Ereignisse in der Silvesternacht in Köln haben tiefe Erschütterung ausgelöst. Sie haben Defizite der bisherigen Integrationspolitik offengelegt, über die in den vergangenen Monaten nicht diskutiert wurde, obwohl viele beunruhigte Bürger das eigentlich erwartet haben. Tatsächlich, das hat sich nun gezeigt, leben viele Männer aus islamischen Ländern bei uns, vorwiegend junge Männer, die nicht frühzeitig genug in eine Ausbildung oder in ein Arbeitsverhältnis gebracht worden sind. Viele Bürger sind auch entsetzt über das Verhalten der Polizei. Erst jetzt ist herausgekommen, dass die Kölner Polizei sogar Verstärkung hätte anfordern können, um die Situation zu deeskalieren oder vielleicht sogar von vornherein zu verhindern. Diese vorhandenen Verstärkungskräfte wurden nicht angefordert. Skandalös sind natürlich auch die Verschleierungsversuche im Nachhinein, die ganze Sache zu verharmlosen. Solche Taktiken, Verharmlosungstaktiken, Verschleierungstaktiken von Sicherheitskräften oder Sicherheitsdiensten, dachte ich, wären jetzt auch mit den Skandalen um den NSU-Prozess, das ganze Dunkel, was nach wie vor darüber herrscht, ich dachte, das wäre vorbei. Aber es scheint offensichtlich weiterzugehen. Der Bürger wird über Gefahren und Zusammenhänge nicht rechtzeitig und im wirklichen Ausmaß informiert. Es muss auch Schluss sein mit jeder Romantisierung der Flüchtlingsproblematik. Auf der ganzen Welt gilt, wenn ich als Reisender oder Flüchtling in ein anderes Land komme, muss ich von der ersten Minute an mich nach den dortigen Gesetzen richten. Wir kommen bei dieser in Köln jetzt aufgeworfenen Problematik, auch in anderen Städten haben bereits Übergriffe ähnlicher Art stattgefunden. Besonders fies, also diese Kombination von sexuellem Übergriff und Diebstahl. Das kann auch passieren in einer dunklen Straße, wenn man nur einer kleineren Gruppe begegnet, wird möglicherweise auch von anderen Migranten oder auch von Deutschen verwendet. Jedenfalls für Frauen hat sich die Sicherheitssituation sehr stark verschlechtert. Wir kommen allerdings dem Problem nicht bei, wenn wir wieder anfangen, über Religionen zu diskutieren. Natürlich steht weder im Koran noch in der Sunna, dass nicht-muslimische Frauen belästigt werden dürfen, bedrängt werden dürfen, vergewaltigt werden können. Solche Vorstellungen existieren aber in etlichen islamischen Ländern. Und nicht zuletzt auch deshalb, weil westliche Filme und das, was an westlicher Kultur in diesen Ländern zur Verfügung steht, was also über die Medien dahin kommt, das vermittelt nicht gerade ein Frauenbild, was mit den Wünschen und den Lebensrealitäten westlicher Frauen zu tun hat. Und darunter leiden allerdings, das muss auch ausdrücklich gesagt werden, auch die Frauen in den islamischen Ländern, die praktisch täglich mit Aggressionen ähnlicher Art verbunden sind, insbesondere auf dem Weg zur Arbeit, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Bussen, müssen sich muslimische Frauen unablässig mit solchen Formen von Gewalt auseinandersetzen. Aber es ist nicht angebracht, dass wir jetzt hier eine erneute Diskussion oder auch um deutsche Leitkultur beginnen. Wir brauchen keine dadurch angefeuerte Selbstjustiz faschistischer Banden, die auch schon wieder auf dem Weg sind und versuchen, Ausländer anzugreifen. Wir brauchen auch keinen Kulturkampf, der von rechtsextremen Parteien angezettelt wird. Aber was hinsichtlich von Frauenrechten im Grundgesetz und in weiteren Gesetzeswerken hier festgeschrieben ist, das muss energisch verteidigt werden. Und da darf auch nichts verheimlicht oder verschleiert oder gar beschönigt werden.
Integration bedeutet was? Integration bedeutet nicht nur einen Lehrgang in deutscher Kultur oder deutsches Grundgesetz, deutsche Gesetze. Integration bedeutet, dass möglichst schnell Wohnraum geschaffen werden soll und ebenso schnell, wenn nicht noch schneller, auch Arbeit. Und die Flüchtlinge haben auch einen gewissen Anspruch. Ja, sie haben ein Bild von Deutschland, von einem wohlhabenden Land. Wir werden auch Frustration schaffen, wenn wir sie ins Prekariat drängen oder sie allzu lange im Prekariat verweilen lassen. Nicht nur Wohnraum muss zur Verfügung gestellt werden, sondern auch Ausbildung und Arbeit. Und der Wohnraum darf nicht allzu weit von Ausbildung und Arbeit entfernt sein, wonach nach heutigen Verhältnissen, also Wohnraum auf Dörfern, dauerhafter Wohnraum auf Dörfern, nicht angesagt ist. Denn es gibt eine Landflucht in Deutschland von den Dörfern und die hat ja die Ursache, dass die Menschen dort ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können. Und wir tun niemanden einen Gefallen, weder den Dörfern noch den Flüchtlingen, wenn wir sie dort ansiedeln. Es sei denn, die neoliberale Politik würde in großem Maßstab beendet und das Ruder würde endlich herumgerissen. Das wäre die wirkliche Chance, die die Flüchtlingskrise uns bietet. Wenn eine vernünftige Integration mit individuellem Wohnen und vernünftiger Arbeit gesichert werden soll, dann darf der Staat künftig nicht mehr behaupten, er könne oder dürfe gar keine Arbeit schaffen. Und Wohnraum würde von selber entstehen, bloß weil Wohlhabende also sich neuen Wohnraum schaffen und dann den alten Wohnraum zur Verfügung stellen. Der wäre dann billig genug, damit also auch die Minderbemittelten wieder Wohnraum bekommen. Das hat nicht funktioniert, auch bevor diese große Zahl von Flüchtlingen zu uns gekommen ist. Und das wird jetzt noch weniger funktionieren. Der Staat muss also nicht nur bestimmte Formen von Arbeit subventionieren oder schaffen. Er muss auch im Wohnungsbau eingreifen. Darüber hinaus müssen Verwaltung, Sicherheitsbehörden und vor allem auch die Bildungsinstitutionen ganz anders wieder mit Personal ausgestattet werden. Und zwar entsprechend dem realen Bedarf und auch dem realen Bedarf, den man für die nächsten Jahre schon etwa einschätzen kann. Also es muss da fortlaufend ausgebildet werden. Die schwarze Null, die also heute gerade wieder ins Gespräch gekommen ist, die unbedingt eingehalten werden muss, mit der werden wir das nicht schaffen.